Okay, das ist auch weird, ne? So, was geht jetzt hier ab? Aha, jetzt können wir... Ah, sieh einmal das an. Ich würde eigentlich das da machen, aber gut. Na gut. Hoch da. Guck mal, jetzt können wir so einen Teil verwenden. Aber auch nur einmal, okay. Ja, wir können jetzt selbst platzieren, nicht überall, nur bei leuchtenden Dingern, aber es ist möglich. So, hier gerne das Gelbe. Das machen wir hier hin und machen so. Cool, cool, cool. Wait a second. Ich hab doch was Rotes da gesehen. Nur Secrets, okay. So, das finde ich immer cool. Solche Räume, die sich so drehen. Coole Tür. Okay, wir arbeiten wieder mit einer Kugel. So, die Kugel rollt hier raus. Die rollt hier entlang, okay. Muss jetzt darüber. Dann machen wir doch einfach mal so ein Teil da drauf. Wird es random ausgesucht, welches von den Teilen hier... Mag das nicht so sehr. Ich muss das hier öffnen. Bin ich hier gerade der Blöde oder warum verstehe ich nicht, wie das hier funktioniert? Hä? Gib mal das Gelbe her. Na doch, ich mache alles richtig. Denke ich. Und hier muss... Okay. Also hier muss es dahin. Denke ich. Mal. Und da kommt Blau hin. Geh wieder nach unten. Sehr schön. Dann starten wir das Ganze mal. Zu langsam. Okay, das ist irgendwie unnötig. Oder auch nicht. Hä? Ich verstehe jetzt gerade gar nichts mehr. Kann ich das wieder haben? Hä, hey, warte. Okay. Machen wir einfach mal so. Keine Ahnung, vielleicht wird es ja was, vielleicht auch nicht. Wer weiß, who cares? Jetzt ist es... Aber ich... Alter. Ich verstehe es nicht. Alter! Mann, ich möchte halt draufdrücken, wenn das Inside da ist, aber das ist halt zu spät. Schon wieder. Mann, ich könnte kotzen. Dreck, einfach nur Dreck. Das könnte natürlich auch Rätselslösung sein, wer weiß. Hä? Hä, wo ist die Kugel hin? Hä? Wo ist die Kugel hin? Die ist aber weggebracht. Hä, hey, cool, komm mal hochgucken. Das ist weird. Nochmal. Das war seltsam. Gut, jetzt können wir so machen, so rüberschieben, ganz lässig. Und jetzt rollt er auch an die richtige Stelle. Okay, so geht das Ganze. Meine Güte. Das war ein ekelhaftes Rätsel. Welches ich überhaupt nicht gemocht habe. Weiter geht's. Hoch oder runter? Wahrscheinlich noch gar nicht, okay, warum? Ah, man muss mindestens 7 Meter überschritten haben, okay, sorry. War mir nicht ganz klar, okay? Mann, Alter. Hui. Oh, das ist tiefer Stopp, als ich dachte. Okay, jetzt haben wir sogar die Dinge hier. Ist es so schwer, wie es aussieht? Hier kann ich doch auch noch so ein Ding machen, oder nicht? Nein, kann ich nicht. Aber kann ich nicht einfach... Ja, gell, ich kann das doch... Wait a second, ich möchte erstmal wissen, wie hoch man springt, wenn ich hier so drauf... Okay, nicht hoch genug.
Aber ich kann doch einfach jetzt hier. Ja, genau. Ich mache hier das rote. Okay, das war weird. Komm mal her. Ich möchte hier das rote hinmachen. Das fahren wir jetzt noch nicht aus. Das war doof. Mann, ich möchte hier das hinmachen. Das machen wir jetzt nach da. Das machen wir jetzt so. 1, 2, 3. Das machen wir so. Und springen da hoch. Sehr schön. Und das Gelbe haben wir gar nicht gebraucht. Bestimmt gibt es auch eine Lösung mit dem Gelben. Oha, das ist irgendwie... Boah. Hirn? Holy cow, das ist irgendwie weird, wenn er durchläuft. Kann ich auch das Ding da hinten nehmen? Was mit dem Teil? Ne, geht nicht, okay. Ich dachte schon. Gut, es ist so schwer. Let's test it out. Wir haben wieder das hier, okay. Machen wir so. Ja gut. Viel bewirkt es jetzt nicht. Aber wir machen jetzt so einfach. Zack. Haben wir hier so ein Teil hin. Cool, gell? Schon krass. Hä? Dann nochmal darüber. Und nun? Wie kriegen wir dich noch da oben? Ganz einfach. So. Hoch mit dir. Okay. Das ging noch. War nur am Anfang ein bisschen verwirrt. So, am besten ist es immer erstmal das Teil dann zu tun. Achso, ja, okay, das scheint jetzt auch nicht so schwer zu sein. Machen wir so. Machen wir wieder so. Fahren das hier so aus und drehen das Ganze. Zack. Zack. Ja, easy. Das war einfach. Und nun muss es da lang. Okay. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Nee, falsche Richtung. Ja, ne? Und jetzt machen wir mal so. Nehmen das hier. Fahren das mal aus. Machen wir es mal so. Gucken wir mal, inwiefern das eine was bringt. Vielleicht habe ich Glück. Nee, aber ich habe schon verstanden, wie es geht. Ich hätte das Gelbe wieder benutzen sollen. Zack. Rein da, sehr schön. Rüber da. Und zwar hätte ich so machen sollen. Die Richtung hätte ich gerne. Dankeschön. Zack. Jetzt rollt es nämlich dahin und rollt drüber. Rollt einfach drüber. Weil warum nicht, ne? Hä? Ich dachte, das wäre jetzt Rätselslösung gewesen. Aber anscheinend nicht. Okay. Muss man wohl ein bisschen rumdrehen. War meiner Meinung nach ein bisschen zu kompliziert, aber okay. Eben das eine, ne? Hey! Hey, das geht. Das würde gehen. Hey, hey, nein, nicht in die Richtung, weil die ist die falsche Richtung. Das könnte klappen. Ach, was mache ich das eigentlich so kompliziert? Komm, dreh einmal komplett rum. Das könnte funktionieren. Ja, toll. Hör das erkennt. Geh nochmal zurück. Vielleicht kriegst du so ein bisschen Schwung. Sehr langsam, aber es geht voran. Come on, come on, come on. Rein da, ich hab noch was zu tun. Dankeschön. Keine Ahnung, ob das so gewollt war oder nicht. Aber so ging's auf jeden Fall. The ball. Ich dachte schon, es geht nicht weiter. Okay,
Ja. Mission Control say that 7 years ago, they had a space shuttle malfunction and fall out of orbit. The shuttle's name was 919. They lost contact. It drifted out into deep space, and everyone assumed the astronaut on board was dead. It's possible that his suit kept him alive. There's a photosynthetic layer, just like yours, that converts light into proteins and oxygen. But they didn't think it could last that long. The astronaut's name was Jonathan Burns. And if he is Jonathan Burns, he's been alone in the dark for a very, very long time. He'll be confused. He may not know where he is or who he is. Here we go. I'm orbiting out of range. I'm warning you. Deep space and isolation destroy the mind. Don't listen to that voice. Aha. Ist es so? Vielleicht ist auch alles erfunden, was du da gerade gelabert hast, Mann. Ich vertraue der Person. Okay. Und nun? Ich muss hier doch irgendwie wieder rauskommen, oder nicht? Ja, ich kann Cube erscheinen. Kann Cube erscheinen lassen. Okay. Also das hier ist mir jetzt offensichtlich, das ist ja, glaube ich, klar. Das muss hier hin. Okay. Aber wie schaffe ich es, dass hier ein Cube runterkommt? Das ist eine gute Question. Ich muss hier wieder rauskommen, das ist total nervig hier drin. Kann ich hier irgendwo... Ah, ich kann ja was drehen hier. Ich kann das hier zum Beispiel drehen. Das ist aber nicht Rätselslösung. Denke ich. Wobei, wir können es mal ausprobieren. Nee, der Cube kommt nicht ganz nach unten. Aber vielleicht, wenn wir das Ding da oben benutzen. Komm mal rüber. Ist auch weird. Sieht gerade komisch aus. Gehen wir das her. Hey, gib mir das her, meine ich. Meine Güte. So, das ist schon mal weitergefallen und damit komme ich hier hin. Nice. So, machen wir mal hier eine Plattform. Zack. Okay, man fliegt da weiter, als ich dachte. Was kann man denn da machen? Ah, das ist die Plattform wahrscheinlich, oder? Auf der man landen muss. Gut, dann dreh dich mal. Oh, da hat was komisch geleckt. Das ist nicht die Plattform, auf der man landet. Aber... Die ist höher, glaube ich, oder so? Keine Ahnung. Nicht höher, aber... An einer anderen Position oder sowas ähnliches. Keine Ahnung, lass mal einfach ausprobieren. Ne, man fliegt genauso weit. Schaffe ich es bis danach da drüben? Ne, man kann sich nicht bewegen währenddessen. Okay. Das ist kurios. LOL, jetzt sehe ich das erst. Ich kann doch auch so machen, locker, oder? Das ist doch bestimmt auch möglich. Tatsache. Aber es bringt es mir, ich muss da hoch. Ich muss da hoch, vielleicht muss ich irgendwie so hinschießen. Und da gibt es ja nichts, was sich da drehen lassen könnte, ne? Das ist seltsam. Probieren wir es nochmal hiermit. Drehen wir das hier. Das macht auch nicht wirklich was, ne? Seltsam. Was mache ich denn jetzt? Ich wollte fragen, ist es vielleicht möglich, dass man tatsächlich da oben landen kann? Achso, sorry. Zack. Interesting. Okay, und ich glaube, damit habe ich schon. Das muss ich nur noch hier so machen. Spawn. Ist das normal?
Mann, muss ich jetzt einen neuen holen oder was? Okay, das ist scheinbar normal. Mir fällt gerade auf, ich darf nochmal alles um 1 drehen. Darf ich nochmal alles schneiden. Ändern wir das Ganze mal so. So, okay. Ja, genau. Und jetzt wäre es halt praktisch, wenn ich jetzt noch einen Cube hätte, ne? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist 8, ist es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, hier ist auch 8. Hä, was mach ich denn jetzt? Ich raff schon wieder nicht, das gibt's doch nicht. Hä? Auf drei Blöcken kann stehen, aber auf einem nicht? Oder war es echt ein Bug vorhin? Ja gut, schaffe ich den Sprung? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, darf ich nochmal alles von vorne machen. Aber das ist seltsam. Das habe ich jetzt, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Das ist ja komisch, wer weiß. Also das muss ich mir nochmal anschauen, aber eigentlich war das meiner Meinung nach alles korrekt, was da passiert ist. Aber anscheinend war es nicht ganz so korrekt. Oh, es kann tatsächlich nur auf einem nicht halten, aber das fände ich jetzt echt lächerlich. Das wäre echt seltsam. Also machen wir so. Machen wir so, Gewehr. Da. Machen wir 1, 2. Und Feuer. So, jetzt haben wir es auch. Komische Situation, wie wir hier gerade erlebt haben.